Hallo und herzlich willkommen zu BodyX. Mein Name ist Christian und ich darf dich die nächsten 45 Minuten durch den Kurs begleiten. Hab auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, du zu Hause auch. BodyX ist unser Kraftausdauerkurs für den ganzen Körper. Was heißt das für dich? Wir werden hier schön mit viel Wiederholungen arbeiten und so viele Muskelgruppen wie möglich abholen. Alles, was du dafür brauchst, liegt am besten schon vor dir. Einmal das Pumpset, sprich die Langhantel und die Kurzhanteln. Schau einfach nochmal, dass bei der Langhantel die Klemmen schön dran sind, die Kurzhanteln gerne überkreuzt, dann rollt die da nichts weg. Und als Option gerne nochmal Zusatzgewichte, wenn wir die Muskelgruppen tauschen, hast du auf jeden Fall Zeit, nochmal das Gewicht anzupassen. Gerne auch eine Matte oder einen Teppich, dann ist das Ganze später ein bisschen weicher für dich zu Hause. Und falls du keine Gewichte zu Hause hast, kannst du auch gerne zwei Wasserflaschen nehmen, die als Gewichte. Ich werde dir beide Varianten zeigen, egal was du hast, das passt schon. Zum Ablauf ganz kurz, wärmen wir uns einmal kurz im ersten Track auf, starten im Hauptteil dann mit den großen Muskelgruppen, Po, Beine und der Rücken und arbeiten uns durch bis zum Ende zum Bauch, der dann ohne Gewichte und zum Schluss noch ein lockeres Stretching. Hast du dir noch verdient? Und ich würde sagen, schau, dass du ein bisschen Platz hast. Wir legen direkt los. Ganz, ganz viel Erfolg. Gib alles nur nicht auf. Let's go. Body X. Einmal hüftbreiter Stand. Knie leicht gebeugt, Schultern leicht nach hinten. Wir atmen mal tief ein und aus. Ein und aus. Einmal mehr, komm. Tief Luft und marschier auf rechts. Die Füße rollen mal schön ab. Von der Fußspitze den ganzen Fuß. Die Arme nimmst du schon mal mit. Lächeln ins Gesicht. Schöner Marsch. Komm, Knie höher. Auf rechts, rechts, links. Sehr schön. Die Knie ziehen mal bis zur Hüfte hoch. Stolze Brust. Komm. Wir gehen gleich breiter in den breiten Marsch. Mach dich bereit. Zieh nochmal die Knie ein bisschen höher. Bereit. Vier. In drei. Achtung. In vier, drei, zwei und breit. Von hier side to side. Rechts. Hier schön die Beine an der Seite strecken. Nachdem du den Fuß schön abgerollt hast, über deine Fersen. Komm. Beine lang. Die Arme gehen mit. Push nach vorne. Links beginnt. Push. Mach dich lang nach vorne. Und du kannst gerne mal in der Mitte eine Etage tiefer kommen. Beug die Beine schön. Streck die Arme vor. Das Ganze geht. Push zur Seite. Hier. Push. Dein Oberkörper rotiert. Mobilisation für die Wirbelsäule. Push. Blick nochmal mitnehmen. Mach dich lang. Eine Runde mehr. Acht Stück. Sieben. Schön nochmal den Blick mitnehmen. Die letzten. Vier. Drei noch. Zwei mehr. Achtung. Push nach vorne nochmal. Lang vor. Geh nochmal schön tief. Ein bisschen geht noch. Leicht die Beine beugen. Vier mehr. Drei noch. Zwei Stück. Wir wechseln. Step Touch. Rechts Tipp. Großer Schritt zur Seite. Und dann tippst du schön an die Ferse. Nochmal. Rechts. Das Ganze. Doppelt. Vier. Drei. Zwei. Nach rechts. Rechts Tipp. Und links. Auch hier schön den Fuß abgerollt. Die Arme weiter mitnehmen. Zieh nach hinten. Komm mal. Schön warm werden. Geh mal ein bisschen tiefer. Hier, rechts. Und links. Rüber. Die letzten Male. Zwei Runden. Letzte Runde doppelt. Komm nochmal. Single Tempo jetzt. Rechts. Jawohl. Die Arme einmal eine Etage höher. Schulterhöhe jetzt. Hier oben. Und dazu kommt der Leg Curl. 4, 3, 2, Ferse an. Machen wir, bevor es losgeht, in den Popo treten. Schau mal auf dein Standbein hier. Schön ruhig im Knie. Brust ist weiter stolz. Die Arme ziehen. Weiter so. Ein neues Tempo gleich. Single, Single, Double. Auf mein Count. 4. In 3. Achtung, 4, 3, 2, leg los. Single, Single, Double.
Eins. Eins. Zwei. Zwei mehr. Wir wechseln nur die Arme. In vier, drei, zwei. Bizeps. Single, single, Beuge. Eins. Eins. Zwei. Zwei mehr. Gleich kommt Knee Lift. Vier, drei, zwei. Knee Lift. Hoch. Push nochmal die Arme schön von der Schulter tief. Bisschen nach außen die Knie. Brust nochmal schön stolz. Push tief. Push. Letzte Runde. Komm. Push. Schön aufrecht bleiben. Tief. Wir kommen gleich in den Marsch. Noch vier. Noch drei. Noch vier. Drei. Zwei. Marsch rechts. Einmal auslockern. Sehr fein. Locker dich kurz aus. Wir starten mit den Beinen und der Sumo-Kniebeuge. Gern ein Stückchen trinken, einmal zuschauen. Rückenrecht greifst du dir deine Langhantel einmal auf. Bisschen Platz zur Seite brauchst du. Wir ziehen aber erstmal hier die Langhantel nach oben, schwenken einmal um und dann setzt du mal über den Kopf auf deine Schulterblätter. Schön auf den breiten Rücken. Sumo-Kniebeuge heißt, bisschen breiter als schulterbreit. Knie zeigt nach außen, Brust ist stolz und dann setzt du dich nach hinten. Gesäß schiebt schön nach hinten raus, Knie schiebst du nach außen. Vergesst das Atmen dabei nicht. Tief Luft holen und wieder ausatmen. Wir beginnen im Zweiertempo. Zweimal nach unten gehen und zweimal nach oben führen. Bereit? In 4, 3, 2, zu 2. Tief, tief. Hoch, hoch. Gesäß schön nach hinten. Oben den Popo anspannen. Schief ein und aus. Bleib dabei. Schief ein. Bleib in der Übung drinne. Schief, schief. Hoch, hoch. Tief, schief. Mit den Wasserflaschen gar kein Problem. Einfach hier. Schön zwischen den Beinen. Schief halten. Wir wechseln. 3, 1. 1. 2, 3 und hoch. Brust ist immer stolz. Lächeln nicht vergessen. Komm, tief, tief, tief. Eine Runde. Tief, tief, Single. Einmal tief, hep und hoch. Knie weiter schön raus. Ein und aus. Ein und aus. Vier noch. Beißt sich durch. Kleines Finale hier. Wir wippen. Unten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Löse. Locker die Beine kurz aus. Das Ganze gibt es eine zweite Runde nochmal. Wir starten mal ganz, ganz langsam. Wir haben noch so viel Zeit. Stell dich langsam auf. Vierer Tempo. Wir beginnen zusammen in 4, 3, 2, 4, 4. Eins, zwei, drei, bis zum Knie, hoch wieder führen, schön langsam. Drück nochmal die Knie leicht nach außen, komm nochmal hoch, das Ganze zwei Runden mehr. Come on, tief, 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 hoch, 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 einmal langsam noch. Tief, 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 wir wechseln, zwei tief. Zwei hoch. Eins. Zwei. Schön flüssig. Vergesst das Atmen nicht. Tief ein und aus. Durch die Nase ein. Und aus. Einer mehr. Tief. Komm nochmal ins Single-Tempo. Noch acht. Komm. Sieben. Sechs mehr. Du schaffst das. Bin ich mir sicher. Beine werden warm. Geh nochmal bis zum Knie nach unten. Eine Runde mehr. Achtmal Single jetzt. Acht. Come on. Tief. Du schaffst das. Hoch. Knie nochmal raus. Vier. Drei noch. Die letzten. Come on. Zwei. Letzter. Löse. Locker kurz aus. Kannst du auch gerne, wenn du möchtest, kurz unten ablegen. Übung Nummer zwei. Auch nochmal für die Beine. Der Ausfallschritt. Mit der Langhantel. Bleibst du wieder hier hinten am Rücken, schön auf die Schulterblätter
und machst mit dem rechten Bein einen großen Schritt nach vorne. Links ist das Bein so ein bisschen in der Luft. Da kannst du die Ferse gerne abheben. Ich zeig's dir von der Seite. Und dann gehst du wie ein Aufzug. Zweimal gerade tief und wieder nach oben. Stell dir vor, dein hinteres Knie berührt fast den Boden. Und dann kommst du wieder schön gerade nach oben. Das Ganze mit den Flaschen fast genauso. Schups! Einfach hier die Flaschen an der Seite halten. Wir starten zusammen. Brust ist stolz. In 4, 3, 2 tief, 2 hoch. Jetzt tief, tief, hoch, hoch. Ganz tief Luft holen und hoch. Bleib dran. Kurze, knackige Runde. Bleib dabei. Einer hier noch. Wir wechseln. 1 zu 3. Tief, hoch, langsam. Wie ein Aufzug. Gerade tief und langsam hoch. 2 mehr. Schön kontrolliert. Die letzten Singles. 8 mal jetzt. 8. Komm, schau mal, dass dein Knie schön nach vorne zeigt. Auch im Single-Tempo. Nur noch 4. 3 Stück. 2. Du weißt, was kommt. Wir halten. Halbe unten. Wipp. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Locker. Die andere Seite fehlt uns noch. Linkes Bein, großer Schritt nach vorne. Wenn du gemerkt hast, war ein bisschen wackelig, stell dich ein bisschen breiter auf. Du schaffst das. Bereit? 2 zu 2. In 4, 3, 2, nach unten geht's. Tief, tief. Hoch, hoch. Knie zeigt weiter vor. Brust ist weiter stolz. Come on, tief. Und hoch. Einer hier noch. Tief. Und komm wieder. Einmal tief, 3 hoch. Tief. Hoch. Schön, schön gerade. Wie ein Aufzug. Alles zeigt vor. Tief. Hoch, hoch, hoch. Letzter hier. Single. 8 mal jetzt. 8. 7, come on, 6, du schaffst das, halte durch, 4 noch, 3 und hoch, 2 Stück, auch hier nochmal, Wippe unten, halbe, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, löse, locker, die Beine kurz aus, zweite Runde kommt, ich mache mit dir mit der Langhantel. Zweite Runde. Wir starten auch hier wieder mit dem rechten Bein. Mach dich so langsam schon mal bereit. Locker die Beine kurz aus. Tief Luft holen. Schritt nach vorne. Wird eine fixe Runde, versprochen. Ferse hinten in der Luft. Single Tempo. Stolze Brust jetzt. 4, 3, 2, Single Power. Tief. Komm. Beiß dich durch. Versprochen. Letzte Runde Beine. Come on. 12 noch. Ein und aus. Schief. Fast zum Boden. Alles zeigt nach vorne hier. 8. 7. Come on. 6. Du schaffst das. Halte durch. Dein Workout. Deine Power. Die letzten. 4, 3, 2, 1. Löse. Komm eine Runde noch. Linkes Bein. Großer, gerne breiter Schritt. Single Tempo. In 4, 3, 2 und 1. Tief. Tief und aus. Du schaffst auch noch diese Seite. Come on. Noch 12 hier. Du schaffst das. Ganzer Fuß ist vorn belastet. Du drückst dich fest nach oben. Tief. 7 noch. Come on. Fast zum Boden. Stolzer Brust. 4. 3. 2 noch. Und 1. Löse jetzt. Locker die Beine. Setz langsam um. Schwenk wieder runter. Gerne kurz ablegen. Gern was trinken. Schnapp dir
gerne auch mal das Handtuch. Tupf dich ab. Und dann kommen wir schon zur zweiten Muskelgruppe. Dein Rücken wird jetzt trainiert. Eine Übung. Dafür brauchst du wieder die Langhantel oder deine Wasserflaschen. Ich zeig's dir mal mit der Langhantel als erstes. Da setzt du mal die Hände um. Handfläche nach oben. Rudern. Vorgebeugt. Untergriff. Der Stand ist ein bisschen enger. Ungefähr hüftbreit. Zeig's dir von der Seite. Dann schiebst du dich mal ganz bisschen nach vorne. Knie sind leicht gebeugt. Brust ist immer stolz. Und dann ziehst du deinen Ellenbogen schön zum Bauch. Atmest aus und ein. Der Blick ist immer schön nach unten gerichtet. Schulterblätter fest zusammen. Mit den Wasserflaschen. Ähnlich gleich. Schnappst du dir beide in die Hand und drehst die Wasserflaschen schön nach außen, als würdest du sie auskippen wollen, dass die Hände schön nach oben zeigen. Okay? Mach dich bereit. Zweier-Tempo. Schieb dich vor. Stolz. In 4, 3, 2 hoch, 2 tief. Zieh, zieh. Schulterblätter fest zusammen. Und langsam. Atme aus. Und ein. Du schaffst das. Blick schön nach vorne unten. 1:3. Hoch, langsam. Nach unten. Zieh, rück, rück. Spannung beibehalten. Du kannst den Bauch gerne mit anspannen. 4 Stück mehr. Power, come on. Hoch, tief, tief, tief. Zieh, rück, rück, rück. Du gehst hoch. Mach dich bereit für die Singles. In 4, 3, 2, 1. Du gehst hoch. Hoch und rück. Ellenbogen schön eng. 4 Singles noch. Hoch. Hoch. Achtung. Wir kommen nochmals zurück. 2 hoch, 2 tief. Zieh, zieh. Ganz, ganz eng am Körper. Zieh, zieh. Rückführen. 2 letzte. Come on. Atme nochmal schön aus. Und langsam lösen. So weit, so gut. Eine Runde haben wir natürlich noch. Ich mache es nochmal mit dir. Mit der Langhantel. Locker nochmal gerne die Hände aus. Und dann langsam Spannung aufbauen. Mach dich langsam bereit. Startposition im 1:3. Schieb dich rüber. Rücken ist gerade. In 4, 3, 2, 1, 3. Hoch, langsam. Rück, rück. Zieh. Schön zum Bauch. Schulterblätter fest. Von der Seite. Schön gerader Rücken. Zieh. Rück. Bleib dabei. Noch 4 Stück. Langsam runter. Hoch. Rück. Rück. Bleib dabei. 2 mehr. Blick schön nach unten. Und wir wechseln. 4 hoch. 4 tief. 1, 2, 3, 4. Maximale Spannung. In deinen Schulterblättern. Du willst irgendeine Nuss knacken. Egal welche. Alles feste. Single. Let's go. 8. 7. 6 noch. 5 Singles. Komm. 4. 3 noch. 2. Nochmal. 4 hoch. 4 tief. Zieh. 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 Langsam rück. Du hast immer eine Grundspannung. Letzten Runden. Und von Anfang an. 1:3. Hoch. Rück. 2:3. Hoch. Come on. Langsam brennst hoffentlich. 2 noch. Einen letzten schaffst du. Hoch. Tief. Tief. Löse. Locker. Die Beine und die Schulter und den Rücken gerne aus. Dritten Übungen. Gerne kurz was trinken. Wir werden wieder 2 Übungen abwechseln. Und dafür brauchen wir die Langhantel. Wenn du möchtest, tausch gerne mal die Gewichte. Wir kommen
zum Rudern im Stehen und zum Schulterdrücken. Kannst du gerne ein bisschen weniger Gewicht drauf machen. Und wenn du mit den Wasserflaschen arbeitest, einfach ein Schlückchen aus den Wasserflaschen trinken. Einmal switchen. Vergesst die Klemmen an der Langhantel nicht. Mach dich so langsam bereit. Wenn du alles umgesteckt hast, gerne trotzdem noch ein Schlückchen trinken. Und dann starten wir gleich mit dem Supersatz. So, entweder Langhantel oder deine Wasserflasche. Ich zeig's dir. Zuerst mit der Langhantel. Greifst wieder rückengerecht auf. Fürs Rudern im Stehen, für die erste Übung, greif mal ungefähr so 2 Daumen breit. Also ein bisschen enger. Schließ dann den Daumen wieder. Hüftbreiter Stand. Nochmal was für den Rücken. Du ziehst gleich die Langhantel mit ganz stolzer Brust ungefähr unter das Kinn und senkst langsam wieder tief. Der Ellenbogen ist immer dein höchster Punkt. Am Anfang gerne mal hier rechts oder nach links schauen und mal kontrollieren. Schulterblätter wieder zusammen und langsam lösen. Fürs Schulterdrücken einfach nur ein bisschen breiter greifen, ungefähr schulterbreit. Hier setzt du noch mal kurz um und du startest ungefähr auf Kinnhöhe und schaust mal, dass über dein Handgelenk der Ellenbogen in Verlängerung steht. Der Stand ist genau gleich. Nur wir drücken noch höher. Wir gehen hier 2-mal nach oben und atmen wieder ein. Schön nach vorn schauen und die Arme so möglichst lang, bis der Ellenbogen leicht gebeugt ist. Schön nach oben drücken. Ich zeig's dir fix. Nochmal mit den Wasserflaschen. Rudern im Stehen. Einfach die Wasserflaschen drehen. Und hier beim Schulterdrücken ungefähr auf Ohrenhöhe. Ich denke, das schaffst du. Starte mit mir. 2-2 rudern. In 4, 3, 2, zieh nach oben. Atme aus und ein. Du schaffst das. Komm, hoch und tief ein. Du merkst schon, da fehlt noch ein bisschen Power. Die Musik kommt. Tempo wechseln. 1-3. Du gehst hoch, langsam. Versuch mal deine Schulterblätter so lange wie möglich zusammenzudrücken. Stell dir vor, du hast hinten einen Stift hängen. Und der Stift, der fällt dann nie wieder raus. Bleib dran. Hoch, rück, rück, rück. Zieh. Ungefähr Brust und Kinn dazwischen. Wir wechseln gleich nochmal das Tempo. Letzter hier. Kontrolliert. 4-4. 1-3. Hier ist Stopp. Und tief, tief. Stolze Brust. Komm mal. Zieh, zieh, zieh. Ganz kontrolliert, aber schnell. Im Single. 8 Stück. 8. Hoch und tief. Schau auch mal hier unten, dass der Ellenbogen leicht gebeugt ist. 4 noch. Alles ist stolz. 4-3-2-1. Locker kurz. Schulter drücken. Einmal umgesetzt, ungefähr auf Ohrenhöhe, aber ein bisschen vom Ohr weg. 1-3, in 4-3-2, wir drücken. Hoch, langsam, wieder bis zum Ohr. Hoch, tief, tief, tief. Du gehst hoch. Oben ist der Ellenbogen gebeugt, aber nur so ganz bisschen. Single Vollgas. Hoch, aus und ein. Hoffentlich die Beine auch immer noch am Zittern. Schön die Spannung aber beibehalten. Aus und ein. Hoch und tief. Das Ganze 8-mal mehr. Hoch und rück. Aus. Komm schon, du schaffst das. Spann den Bauch mit an. Wir wechseln gleich wieder zurück. 1-3 in 4-3-2 zurück. 1-3-2 1, 1, tief, tief, komm mal, hoch, rück, rück, einmal noch, hoch, tief, tief, löse. So,
war die erste Runde. Die zweite mache ich mit dir und der Langhantel. Gleiches Spiel. Greif nochmal auf. Wieder ein bisschen enger. Daumen schließen. Wir bringen mal ein bisschen Schmackes rein. Stell dich so langsam wieder auf. Roll die Schultern zurück. Einmal hochziehen und dreimal rückführen. Versprochen viele Singles danach. 4, 3, 2, leg los. Zieh rück, ganz langsam. Maximale Spannung hinten im Schulterblatt. Zieh rück, einmal hier noch. Komm, zieh rück, wie versprochen, Singles. Hoch, tief, aus und ein. Come on. Zieh den Ellenbogen kräftig nach oben. Noch 12. Du schaffst das. Leg es fokussiert. Schön nach vorne. 9 mehr. Come on. Noch 8. 7. 6. Komm schon. Du schaffst das. Zusammen. Noch 4. 3. 2. Zum Abschluss. 2 hoch. 2 tief. Hoch. Hoch und tief ein. Denk an den Ellenbogen. Der ist immer oberhalb. Auch die zwei letzten noch. Komm schon, letzter hier. Zieh, zieh, rück, löse. Schneller Wechsel, bisschen breiterer Griff. Der Stand bleibt gleich, du weißt Bescheid. Single, Schulter drücken. 4, 3, 2, 1, 1 jetzt. Hoch, aus und ein. Schau nochmal hier, dass der Ellenbogen leicht nach vorn geschoben ist. Immer eine Linie zwischen Langhantel oder Wasserflasche und deinem Ellenbogen. Noch 8, 7, komm schon, 6, 5, 4, 3. Kontrast, wir wechseln, 4 hoch, 4 tief. 1, 2, stell dir vor, 100 Kilo, die stemmst du nach oben. Ganz langsam. Blick ist weiter nach vorne. Come on. Aus den 100 werden wieder die wenigen. Single. Hoch. Hoch. Come on, das schaffst du. Drück nochmal. Spannung rein. Noch 4. 3. Komm schon. 4. 3. 2. 1. Locker. Einmal kurz aus. Kannst die Langhantel gerne wieder vorne auflegen oder die Wasserflaschen zur Seite stellen. Eine Übung haben wir noch für die hintere Schulter, für den Rücken. Butterfly Reverse. Davor trinken wir einen Schluck. Dafür brauchst du entweder deine Kurzhanteln oder wie erwähnt, deine Wasserflaschen. Egal was du benutzt, fester Griff nochmal. Nochmal hüftbreiter Stand, Ellenbogen ungefähr im 90 Grad Winkel. Dann schiebst du dich nochmal schön nach vorne. Wenn du mehr möchtest, etwas mehr strecken. Und dann öffnest du hier zweimal auf und zweimal wieder schließen. Stell dir vor die Arme. Die sind wie eingegipst. Schöner Hebel, öffnen und wieder einatmen. Weißt du was? Wir machen einen super Satz daraus. Hammer Curls. Handflächen zeigen zueinander. Ellenbogen ist diesmal hier schön eng am Körper. Nur im Single. Einmal hoch und wieder tief nach unten. Du beugst, atmest aus und nach unten wieder einatmen. Für den Bizeps nochmal was. Da haben wir es im Stand auch schon geschafft. Mach dich bereit, Butterfly Reverse, Hände feste, schieb dich vor, zweimal hoch, zweimal tief, let's go, hoch, hoch, tief, tief, ausatmen und ein, dein Blick geht schön nach unten, wir sehen uns später wieder, komm schon, aus, 4 Stück mehr, aus, aus, ein, ein. Schulterblätter nochmal. Fest zusammen. Hoch, hoch, tief, tief.
aus und ein. Bleib nochmal dabei. Hoch und schief. Jetzt noch. Komm, drei Stück versprochen. Wir haben noch ordentlich Zeit. Hoch auf. Schief ein. Hoch auf. Single. Kontrolliert. Acht. Sieben. Sechs Stück. Komm schon. Rück nochmal. Schön gerade. Hoch. Hoch. Die letzte. Vier. Drei. Zwei. Löse. Locker. Hammer Curls. Kommt direkt hinten dran. Ellenbogen eng. Fast gestreckt. Nur Single. Stolze Brust. Vier. Drei. Zwei. Single jetzt. Hoch. Hoch und tief. Aus. Komm schon. Lass es brennen. Lächeln dabei nochmal. Mundwinkel hoch. Komm schon. Drück die Hände nochmal. Fest zusammen. Wir sind schon am Endspurt. Aus und ein. Aus und ein. Komm schon. Wir haben es bald. Lass den Bizeps brennen. Beug nochmal schön an. Eine Runde mehr. Komm schon. Hoch. Sieben. Komm on. Sechs. Fünf. Stolze Brust. Vier. Und drei. Vier. Drei. Zwei. Löse. Wir wechseln. Endspurt im Stand. Direkt zu Butterfly. Reverse. Lehn dich nach vorne. Zwei, zwei. In vier. Drei. Zwei. Wir öffnen. Auf. Und zu. Komm on. Die letzten Sekündchen hier im Stand. Du kannst, wie gesagt, die Ellenbogen hier 90 Grad oder etwas gestreckter halten. Schon nur, dass die Brust stolz, der Rücken gerade ist. Komm on. Wird eine schnelle Runde. Öffne und schließe. Atme. Aus. Und letztes Mal im Tempo hier. Auf. Kontrolliert. Single. Acht. Acht. Aus der Kraft deines Rückens. Schön kontrolliert. Im Hebel. Vier noch. Drei. Zwei mehr. Letzter. Löse. Schultern zurückrollen. Du bleibst aufrecht. Hammer Curls. Runde zwei. Hände zueinander. Hände schließen. Singles. In vier. Drei. Zwei. Eins. Eins. So. Höp. Oben schön auf Spannung. Unten immer ein bisschen gebeugt. Immer Spannung drin. Und tief. Komm schon. Hier nochmal stolz. Spann den Bauch mal mit an. Der kommt gleich. Hoch. Höp. Und tief. Bin mir sicher, du schaffst danach noch eine Runde. Komm, noch zwölf. Elf. Atme nochmal sauber. Die letzten im Single. Hier. Acht. Sieben. Sechs. Komm schon. Hände sind fest. Bizeps auf Spannung. Hoch. Hoch. Die letzten. Vier. Drei. Zwei. Locker. Im Stand hast du es geschafft. Kannst deine Gewichte oder die Flaschen gerne wieder zurückstellen. Und dann bereite einmal dein Handtuch oder Teppich aus. Gerne auch, wenn du hast, eine Matte. Wir starten in der Liegeposition mit der Brust. Klassisches Bankdrücken. Dafür brauchst du deine Langhantel oder deine beiden Wasserflaschen. Machen wir uns einmal bereit. Letzte Chance, gerne noch was zu trinken. Ansonsten schau mir noch mal zu. Entspann dich noch kurz. Du greifst gleich wieder ungefähr so breit wie deine Schulter. Alle Finger schließen gleich ganz, ganz feste. Wenn du mit Langhantel arbeitest, hier aufs Schienbein, schau mal, dass der Kopf, der Rücken und der Popo schön aufliegen. Handgelenke sind gerade. Wir senken zur Brust und drücken wieder hoch. Atme ein und aus, nach oben. Ellenbogen ist wieder unter der Langhantel bzw. unter deiner Flasche. Bereit, wenn du es bist, in 4, 3, 2, zu 2. Einatmen und aus. Du gehst tief und drückst.
Brust kannst du ein bisschen anheben. Bauch ist eingezogen. Tempowechsel. 1 zu 3. Tief, langsam. Schön flüssig. Fast zur Brust. Oben leicht gebeugt. Ein, aus, aus, aus. Letzter Tempowechsel im Single. 8, 7. Come on. Push it nach oben. Hip und hoch. Noch 4. Noch 3. 2 noch. Und letzter. Löse. Gerne kurz ablegen. Gerne in den Hüftbeuger, in die Hüfte oder vorne unter das Knie. Ich zeig dir mal die zweite Runde nochmal mit den Flaschen. Wir machen mal eine fixe Runde draus. Hast du noch genug für den Bauch? Sommer steht vor der Tür. Leg dich schon mal langsam nach hinten. Hände zeigen mit den Flächen nach vorne. Brust ist stolz. 1 zu 3. In 4, 3, 2. Let's go. Tief. Hoch. Schau mal, dass du mit den Flaschen auch hier schön oberhalb der Brust bleibst. Tief. Streck, streck, streck. Ellenbogen ist weiter unter deinem Handgelenk. Viel mehr. Ausatmen. Come on. Blick schön nach oben. Bleib dabei. Tief, hoch. Einer mehr noch. Und wir wechseln. Singles. 8 Mal. Mit Spannung. Zieh den Bauch schön ein. Summer Jam. Come on. Bleib dran. 4 noch. 3. 2 mehr. Letzter. Löse. Schups. Wir kommen zum Bauch. Wie versprochen. Knappe 5 Minütchen nochmal die goldene Mitte brennen lassen. Wir starten mit der ersten Übung. Schups. Im Crunch mit den Beinen schön gestreckt. Beine sind lang. Fußspitzen flex anziehen. 3 Varianten der Arme. An der Seite, an den Schläfen, gleiche Bewegung oder hier. Arme schön lang und die Arme sind neben deinen Ohren. Du atmest aus und atmest wieder ein. Übung 2, Heel Touch Crunch. Füße sind ungefähr hüftbreit am Boden. Du bleibst oben mit den Schultern und ziehst zur Ferse. Schön seitlich. Bereit, wenn du es bist. Auf geht's. Wir starten 2-2. In 4, 3, 2, let's go. Hoch, aus, tief, ein. Aus, Schultern bleiben gelöst natürlich. Aus und ein. Ein letzter, aus. Single Tempo. Hoch, hoch und tief. Zieh den Bauch nochmal schön nach innen. Mach alles fest. 12 mehr. 11. 10 noch. 9 Stück. Du kannst die Arme auch gerne nochmal an die Schläfe oder lang nach hinten packen. Schau aber, dass du hier kontrolliert arbeitest. 4 noch. 3 Stück. Komm schon. 2. Achtung. Halte oben. Hier. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Übung 2. Zu den Fersen. 4, 3, 2, Single. Rechts, links. Wenn du hier mehr möchtest, kein Problem. Füße weiter weg. Komm schon. Du gehst nur zur Seite. Rechts nach außen und links nach außen. Hier die Seite. 7, 6, komm schon, 5, 4, 3, 2 noch, 1, löse. Dein Endspurt, Crunchbeine lang, nur Single Tempo in 4, 3, denk an die Arme, du entscheidest. Basis ist hier, Arme lang, Steigung gerne an die Schläfen oder hier, schön lang, hüpp und tief, hoch, noch eine Runde, 8, 7,
Komm schon. Bauch nochmal einziehen. Blick nach vorne. 4. 3. Achtung. 2 noch. Und du weißt, du bleibst wieder oben. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Endspurt. Hier Touch Crunch. 4. 3. 2. Wir gehen. Rechts. Come on. Coole Laune. Nochmal Endspurt. Aber denk an die Schultern. Die sind gelöst, damit der Bauch fest ist. Aufgepasst. Eine Runde nochmal mehr. 8. 7. 6. 5. Noch 4. 3. 2. 1. Löse. Streichel kurz den Bauch. Ich kann noch. Dritte Runde. Heel Touch Crunch. Singles. In 4, 3, 2. Start rechts. Zieh. Und links. Rechts raus. Links raus. Wir gehen gleich nur nach rechts. In 4, 3, 2. Nur rechts. 8. 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, Achtung, Wechsel nach links, nochmal, 8, 7, 6, du schaffst das, nur zur Seite, hüpp, bereit fürs Finale, 4, 3, 2, löse. Mach dich lang. Wenn du möchtest, zum Schluss kleines entspanntes Finale. Stretching. Hast du dir verdient. Streiche gerne den Bauch nochmal. Kannst das linke Bein gerne aufstellen. Das rechte nochmal strecken. An der Rückseite greifen. Fußspitzen flex. Schön ranziehen. Popo und Kopf. Alles hinten am Boden. Locker lösen. Und wechsel. Spür die Spannung in der Rückseite. Atme bewusst. Zieh die Nase ein, zieh den Mund aus. Sanft lösen. Gerne die Seite noch greifen. Bisschen Schwung kommst du in den Sitz. Gerne im Schneidersitz. Locker kurz die Schultern. Hände vorn zusammen. Und öffne mal die Brust dann. Die Schultern ziehst du in die Hosentaschen. Schön tief. Brust stolz. Und atmen. Mach alles vorne auf. Und löse. Gerne abstützen auf dem Oberschenkel. Komm mal hinter deine Station. Bisschen breiter als Schulterbreit. Füße zeigen schön nach außen. Dann schiebst du mal nach links. Rechtes Bein ist lang. Spannung in der Innenseite. Hier schön gerade bleiben. Atme tief ein. Und auf. Schieb rüber. Lächeln ins Gesicht, du hast es fast geschafft. Streck nochmal das linke Bein. Atme nochmal tief. Und schief. Schließ die Beine. Locker mal kurz aus. Stell dich auf links. Greif das rechte so ein bisschen oberhalb vom Knöchel. Standbein ein bisschen gebeugt. Knie eng. Popo anspannen. Schön aufrecht. Den Oberschenkel vorne frei. Schau nach vorne, atme tief. Und löse. Andere Seite noch. Nochmal schön eng. Tief Luft holen. Löse nochmal hier.
Stell dich nochmal gerne hüftbreit. Öffne nochmal im Stand die Brust. Schultern tief. Brust auf. Atme durch die Nase ein. Atme aus. Senk die Arme. Neig zum Schluss den Kopf. Ohr zur Schulter. Für den Nacken schön lang. Den Arm kannst du mal strecken. Mach den Bizeps dabei frei. Blick vor. Ganz langsam ausatmen. Und rüber. Ohr zur Schulter. Linker Arm entgegen lang. Atme zur Mitte nochmal aus. Atme mal tief. Streck dich oben nochmal lang. Mach den Rücken lang. Atme aus. Nochmal tief ein. Kurz strecken. Und aus. Noch einmal Luft holen. Einmal ausschütteln. Das war's schon. Du hast es geschafft. 45 Minuten war dein Workout. Ich freue mich, dass du wieder dabei gewesen bist. Und dann wünsche ich und wir dir noch ganz, ganz viel Spaß mit den Workouts. Halt durch von zu Hause aus. Danke für eure Unterstützung. Und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Same thing that makes me change my mind. Kinda hard to explain, but girl, I'ma try. You need to sit down, this may take a while. See, this girl sorta looks like you. Even smiles just the way you do. So innocent, she seemed, but I was fooled. I'm reminded when I look at you.